Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, heute wollen wir erneut Interesse bei Katzenfreunden wecken. Der Kater Max und seine Schwester Susi sind zwei richtig hübsche Stubentiger und brauchen dringend ein neues Zuhause. Sie kamen über das Veterinäramt ins Tierheim, weil der Besitzer schwer erkrankt ist. Max ist weiß getigert und genau wie Susi, das Morle, 4 Jahre alt. Sie lebten bis jetzt als reine Wohnungskatzen und das soll auch so bleiben. Beide sind gechippt und kastriert. Max ist ein sehr aufgeschlossener, menschenbezogener Schmuser und neugierig auf alles. Susi hingegen leidet in der Arche Noah unter der fremden Umgebung sehr. Sie versteckt sich, wo es nur geht und versteht die Welt im Moment gar nicht. Allerdings ist auch sie zu fremden Menschen sehr lieb. Für die beiden wird möglichst schnell ein neues Zuhause gesucht, in dem sie wieder ein stressfreies Katzenleben führen können. Katzenfreunde wissen, dass gerade Wohnungskatzen, wenn sie zu zweit leben, eher pflegeleichter sind als ein Stubentiger allein. Sie spielen und kuscheln oft miteinander. Gerade jetzt, am Beginn des Herbstes, wenn man sich auf die Gemütlichkeit seiner 4 Wände freut, würden Max und Susi die Behaglichkeit noch steigern. So ein warmes, schnurrendes Fellchen auf dem Schoß, das ist wie Meditation.